Hallo. Wer ist dabei? Hallo, Rami, Rami. Moria, gut, dass du da so viel aufgeschrieben hast. Ich habe, glaube ich, nur ein Wort da stehen. Moria. Oder hat mich das überhaupt aufgeschrieben? Oh Gott, oh Gott. Ach so, weil es sich nicht interessiert, du Nazi. Nein, das stimmt nicht. Was? ein saftiges Aloha aus dem Brennpunkt-Magazin. Manga-Magazin. Brennpunkt-Magazin. Wäre auch gut gewesen damals. Brennpunkt-Magazin. Wir waren in den Trends letztens bei Twitter. In den Trends? Das wollte ich dir eigentlich schicken. Brennpunkt? Bei diesen Hashtags bei Twitter immer, die in den Trends sind. Da stand Brennpunkt als Trend. Aber gut, dass du das mal wieder sagst. Ich habe die Folgen jetzt immer gar nicht auf Twitter gepostet, aber das ist ja voll gut, weil da kann man Ich auch nicht. Da kann man die Hashtags richtig gut abusen. Richtig. Ich mache das jetzt wieder. Der Trendpunkt Internet. Wir sind ja jetzt auch in der Jubiläumsfolge, der 83. 83 sind wir heute geworden. Und da kann man mal wieder anfangen, Hashtags zu abusen. Stimmt. Moria kenne ich, ja, aber aus Herr der Ringe. Ich kenne nur Maria. Nee, Moria. Die Minen von Moria. Ich habe das nicht gesehen. Moria ist wirklich sehr, sehr tragisch, kann man sagen. Da ist nämlich ein Unglück passiert. Gandalf ist da gestorben. Spoiler. Aber zum Glück ist im richtigen Moria keiner gestorben. Gut. Überleitungsknecht. Ja. Ich wollte eigentlich mit was ganz anderem einsteigen. Weißt, wir können auch mit schönen Themen mit Tod, anfangen. Mord und Totschlag. Eben nicht Mord und Totschlag. Es gab keine Toten. Es ist okay. Du willst halt den literally Brennpunkt heute machen. Ja, klar. Weil es hat irgendwie auf der ganzen Welt nur gebrannt. Moria, San Francisco. Ach, da auch? Beirut. Da auch? Das weiß ich nicht. Ja. Ach so, ich habe es halt wirklich nicht aufgeschrieben, Alter. Ich habe es halt wirklich... Also, wir sind super geordnet. Ich habe von Herodes einen Tweet aufgeschrieben. 2020 gehen langsam die Ideen aus. Hashtag Beirut. Da hat es nämlich jetzt einen Monat nach der großen Explosion. Ach so, ach stimmt, es war ja auch da. Hat der Hafen gebrannt. Feuerwerkskörper-Dings da. Ja. Genau, und da hat jetzt wieder der Hafen gebrannt. Das sah ungefähr so aus, wie als hier vor ein paar Wochen in Weimar die sowjetische Schule abgefackelt ist. Das wiederholt sich alles ein bisschen, ne? Beirut war ja schon dran dieses Jahr eigentlich. Ich finde es ein bisschen seltsam. Weimar war ja demnach auch dran mit der Schule da oben. Richtig. Und jetzt Griechenland. Jetzt brennt's in Moria. Komm, Tino, ich bin ja Nazi, ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Du hast da ganz viele Stichpunkte. Jetzt lies mal vor, was du da hast. Das macht man nicht vorlesen. Das ist für mich eine Gedankenstütze, weil ich Sachen vergesse. Mhm. Ich spreche ja ganz, ganz frei hier im Brennpunkt. Moria war ein Flüchtlingslager in Griechenland. Lager. Warum sagst du das gleich wieder so wie so ein Dreitaler? Weil es auch so gebaut worden ist. Denn es war eigentlich für, das habe ich mir aufgeschrieben, 2800 Menschen gedacht, aber gelebt haben da zwischen 13 und 20.000 Leute. Das klingt wie meine WG. Ungefähr so. Und da kann man sich schon hier ausmalen, ja, wie man sich auf den Sack geht, wenn man eigentlich zu dritt hier wohnen sollte, aber eigentlich 20 Menschen hier leben. Und naja, hier wohnen ja keine Ausländer, so musst du es halt sehen. Ach so, das ist der Unterschied, deswegen brennt es hier auch nicht. Aber man muss aber echt leider sagen, dass der Brand selbst gelegt worden ist von den Geflüchteten dort aus Protest. Mhm. Weil irgendwie gab es Corona-Verdächtige und die wurden dann irgendwie zwangsisoliert, sollten in Quarantäne und wollten irgendwie nicht. Und hatten die Schnauze voll, weil es ist eigentlich nur so ein Auffanglager für den Anfang, dass sie quasi da erstmal hinkommen, danach verteilt werden in Europa. Ist aber nicht passiert. So, deswegen waren die halt wütend. Für den Anfang. Da kann man sagen, der Weg ist das Ziel. Ja, manche waren echt. Die immer noch am Anfang sind. Das geht ja jetzt da schon eine Weile. Manche waren da schon 4 Jahre lang dort, wo die eigentlich verteilt werden sollten. Und die EU-Staaten nichts machen. Und jetzt hat es eben gebrannt aus Protest. Und was hat es gebracht? Jetzt sind irgendwie 12.000 Leute obdachlos. Mhm. Ja, wir hatten ja da so eine Diskussion in der Oase. Ja. Als diese Idee gefloatet wurde, dass das eine Selbstanzündung war. Das klingt jetzt eher wie so ein islamistisches Attentat. Nee, eigentlich nicht. Selbstentzündung ist doch eher so, wenn Menschen ausbrennen. Diese Mönche dann in Tibet. Genau, die machen das immer. Und da habe ich halt gesagt, selbst wenn es so ist, ist es halt trotzdem nicht geil, weil das haben dann irgendwie ein paar wenige gemacht und trotzdem leiden die anderen drunter. Richtig. Und deswegen da irgendwie die als Täter jetzt und nicht als Opfer darzustellen, ist dann auch ein bisschen nicht so gut.
es ist jetzt völlig ausgebrannt so, also es ist nichts mehr übrig von diesem Heim. Völlig und, ausgebrannt. Und jetzt ja, sind wir alle irgendwie. Und jetzt soll Deutschland, oder es haben sich Bundesländer bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen von dort. Mhm. Also Thüringen meinte, wir nehmen 500, NRW meinte, wir nehmen so und so viel. Dann kam Horst Seehofer und sagte, nö, wir nehmen keine auf. Mhm. Denn wir sind jetzt, ich bin von der CSU, wir lieben Nächstenliebe, aber nur für Deutsche. Mhm. So war die Aussage, die ich rausgehört habe. Das heißt, es wird... Na, Griechenland ist ja uns auch nicht nächst. Ist auch nicht so nah dran. Ist ein bisschen weiter weg. Wenn es in Österreich brennt, Kathedrale hier, wie heißt es, Notre Dame in Frankreich? 6 Milliarden Millionen zig Sterntaler wird dahin gespendet. Mhm. Aber wenn es Menschen schlecht geht, wenn da was brennt, geht mich nichts an. Ist nicht meine Kultur. Mhm. Man kann quasi sagen, auf dieser Insel ist Flüchtlinge no Moria. Flüchtlinge no more, tatsächlich. Ja. Jetzt flüchten sie weiter quasi. Ja, aber Nico Semsrott hat wiederum das EU-Parlament angeboten. Da ist irgendwie so ein, dieses Gebäude, das steht irgendwie gerade leer. Wir haben ja zwei Gebäude, genau, Straßburg und Brüssel. Und da sind 1000 Plätze frei. Mindestens, ja. Und er stellt sein Büro gerne zur Verfügung. Seine zwei Büros. Zwei hat er? Er hat zwei Büros. Ach du Scheiße, Alter. Ja, das habe ich mitbekommen. Hast du da sonst noch so eine Notiz oder... Nö, aber obwohl es gab noch... Ich lese mal vor einfach. Satten verteilt werden in EU. Sollten verteilt werden in EU. Und es gab in Weimar eine schöne Demo, eine spontane. Ne, zwei sogar. Bei einer war ich da. Mhm. Die war nicht ganz so spontan. Die war ist zwei das Tage die nicht angemeldet war? Die war angemeldet, da war ich da. Mit Mundschutz. Und da Menschen gesprochen, so Reden gehalten von SPD, Linke, Grüne. Und der eine von den Grünen, der Max Reschke, liebe Grüße... Der hat übelst auch die Kritik losgelassen. Ja, ich stehe immer wieder hier, aber erst wenn es brennt, eigentlich müssten wir jeden Tag hier stehen und müssten darauf aufmerksam machen, dass es denen scheiße geht. Horst Seehofer war auch schon vor 4 Jahren doof und nicht erst jetzt. Hat auch dann die SPD kritisiert, dass die ja auch in der Regierung sind und irgendwie nichts machen dagegen. Und das wurde auch ein bisschen hitzig, aber es war für hitzig, die Sache, ja, sehr hitzig. Wie ein Moria. Passend zum Thema quasi. Also wirklich, also das Feuer zieht es sich hier durch. Sehr heiß. Hm. Es ging eine Stunde nach, danach gab es noch eine spontane Demo, oder wie wir autonomen Linken sagen, eine Sponti. Mhm. Und dann sind wir also durch die Stadt gezogen. Sagt die autonomen Linken nicht eher Randale gegen die da oben? Oder das so? Auch. Okay. Das gab es nämlich auch, das ist eine gute Überleitung. Denn in Connewitz in Leipzig, das ist ja dieses linksradikale Viertel in Leipzig, da hat es gebrannt. Und zwar wenn's auch. Denn noch überall hat es gebrannt. Was ist denn los? Und da haben Linksradikale wieder zu Krawallen aufgerufen und die auch gemacht. Einfach aus Protest, weil ein besetztes Haus ist wie geleert worden, geräumt worden. Wie machen die das? Gehen die da so wie die Zeugen Jehovas von Tür zu Tür und sagen... Hallo, wohnen hier welche, die hier nicht wohnen dürfen? Nee, hey, Leute, macht mal Krawall. Ach so. Das meine ich. Ach so. Wie wird das so gemacht? Die machen so einen Twitter-Post wahrscheinlich, Hashtag Sturm auf Connewitz und dann wird der Bundestag gestürmt in Leipzig oder so. Okay. Das machen die in internen Gruppen, also ich kenne das ja auch noch so von damals, da gab es halt irgendwelche Threema-Gruppen und Telegram-Gruppen und da haben sie halt dann aufgerufen, ja, wir machen morgen eine Demo und Proteste, kommt alle mit und dann eskaliert es meistens von selbst, dass die Menschen dann irgendwelche Molotow-Cocktails werfen. Also nicht Cocktails, werfen. Dass die Menschen dann irgendwelche ich habe das schon gehört, Tino. Das ist ein witziges Bild, wenn man irgendwie so vermummte Kellner zeigen würde, die mit irgendwelchen Cocktails, Sex on the Beach und doch. Und so werfen würden. Doch. Und Pina Colada durch die Fenster, push, wäre auch witzig. Jedenfalls wollen die auch damit die Mieten senken. Pina Colación. Pina Colada. Eine Pina Colación? Pina Colación? Kollision. Pina Kollision. Pina Kollision. Egal. War nur ein Brainfart. Ja, schön, Connewitz. Mhm. Das machen halt viele Linksradikale, dass die halt irgendwie Sachen anzünden, damit die Mieten unten runtergedrückt werden, weil die können ja nicht viel Geld verlangen für eine Gegend, wo es ständig brennt. Interesting, ja. Das ist so die... Das heißt, wenn ich hier in meiner Wohnung eine Mietminderung will, muss ich nicht sagen, ey, wir haben hier seit einem Monat Wespen oder ey, wir hatten eine Woche lang kein warmes Wasser das oder hilft 10 nicht. Tage. Du musst eine Mülltonne anzünden. Ich zünde einfach hier irgendwas an. Oder ein Auto, ja. Ist echt so. Das hilft. Ich will dazu nicht aufrufen. Ich versuche nur gerade die Logik der Linken irgendwie zu rekapitulieren für euch Rechtsradikalen da draußen. Okay, vielen Dank, Tino. Was ist denn das? Sehr gerne. Ist das der Brennpunkt linkes Spektrum hier schon wieder? Wir sind noch Brennpunkt Internet. Nein, wir hatten wir jetzt... Wir müssen auch mal über Lappalien reden. Wir hatten jetzt Terror von Geflüchteten, die ihr eigenes Haus anzünden, kann man sagen. Wir hatten jetzt Linksradikale, die ihre eigene... Hast du die Flüchtlinge gerade Terroristen genannt? Nicht direkt. Nein, also es ist ja im Prinzip ist es ja eine Art Terrorakt, wenn man so ein Ding anzündet.
Es waren halt einzelne Idioten, sind nicht alle, sehe ich ja auch so. Feuer ist auch immer Terrorakt. Ja, keine Frage. Silvester. Das sind Terrorakt. Alles Terroristen. Und die Linken zünden ihre eigene Hut an. Und was auch angezündet worden ist von Rechten. Das aber da sieht man doch, dass die Rechten die Intelligenten sind. Alle Leute, die hier irgendwie links sind, die zünden sich selbst an, die Rechten zünden andere an. Sind Flüchtlinge links? Naja, komm. Nee. Ja, komm, mach doch mein Bild jetzt nicht kaputt. Aber was gebrannt hat, war Hildmanns Arsch. Aha. Denn es gab ja so ein paar Sachen, dass es Fotomontagen gab von Attila Hildmann. Der ist ja so gegen Maskenpflicht und gegen Merkel und so. Ach, da ist der gegen? Der ist da echt dagegen, hat man nicht gemerkt, ne? Manche wissen es ja nicht, Ich dachte, er ist zuhören. So moderat, er ist so in der Mitte. Also konservativ, genau. Er wäre gern, ja. Jedenfalls gab es Fotomontagen, wie er und Merkel Eis essen und solche Geschichten. Da gab es irgendwie dann seine Fans, die gegen ihn rebelliert haben. Ja, du Arsch, hast uns verraten und so. Du steckst mit Merkel an einer Decke. Waren das nicht so richtig schlechte Bilder? Waren es auch, ja. Sieht, dass es fake ist. Und auch mit Bill Gates. Da hast du halt gesehen, dass die alles glauben, die Idioten so. Und jetzt gab es aber ein echtes Bild von Hildmann, wie er mit Nase-Mundschutz und auch korrekt Nase und Mund beim Arzt sitzt. Herr Streber, ey, ist ja langweilig. Und er hat noch einen Tag vorher gesagt, wer Maske trägt, ist ein Kommunist. Vielleicht findet er Kommunisten ja gut. Nee, also ich distanziert davon im Nachhinein. Er muss ja eine Maske tragen beim Arzt. Es ist nicht so wie im Supermarkt oder so, wo man die weglassen kann, sagt er. Nein, er muss beim Arzt, muss er die ja tragen, um behandelt zu werden. Aber da muss ich aber sagen, wenn ich jetzt Hildmann wäre, ich würde wenigstens aus Protest die Maske nur über den Mund tragen, wie die meisten Idioten. Aber er hat es ja echt standesgemäß getragen. Offenbar doch so ein bisschen aus Angst, vielleicht. Aber weil er es ernst nimmt. Glaube ich zumindest. Also, das sind halt teilweise so over-the-top-Aussagen, dass ich mittlerweile echt glaube, dass er nicht so dumm ist und das wirklich einfach für Marketing irgendwie ausnutzt. War das nicht so, dass er seine Produkte in der Zeit übelst krass wieder verkauft hat und so? In allen Telegram-Gruppen immer, ja. Der Lockdown 2 kommt und Diktatur. Deckt euch schnell ein mit meinem Matcha-Tee und so und meinen veganen... Oh, diese Apokalypse. Ja, dumm. Eukalyptus statt Apokalypse oder so. Keine Ahnung, das kann man ja machen. Kann ja, sein, dass er nach ein paar Wochen oder Jahren sagt, haha, ich bin eigentlich... links. Oder ja, so. Wir hatten, glaube ich, Hildmanns größten Fan noch gar nicht thematisiert, weil der sehr witzig war. Hui! Hui, bravo, Attila! Endlich sagt's mal einer! Bravo! Richtig schöner Nachmittag mit dir! Ja! Ist jetzt schon wieder ein bisschen her, die Demo in Berlin, aber ich glaube, wir haben den gar nicht angesprochen. Nee. Witzig. Kannst du bitte jetzt mal aufhören mit diesen politischen Themen, Tino? Wir kommen jetzt zu Tanzverbot. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Tut mir leid, Jules, für diese schlechte Überleitung, aber wir müssen ja auch hier so ein bisschen über Internet-Lappalien reden, ja? So, und Tanzverbot, dem geht's gerade gar nicht gut, Tino. Vielleicht kannst du dem helfen. Er hat gesagt, ey, ich kann nicht mehr. Jedes zweite Video von ihm heißt ja irgendwie, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Ja. Was soll das noch werden? Ich habe Hunger, ich habe Durst, ich muss mal, komm genau. Als nächstes. Dieses Mal auch wieder kein Doppelpiece gemacht, das heißt, es ist ein ernstes Video. Oh. Und er sagt in der ersten Sekunde... Einmal Peace. Nee, gar kein Peace. Manchmal gibt es Doppel-Mittelfinger. Ja. Hier gab es jetzt gar nichts quasi. Gar keine Finger quasi. Gar keine Finger, alle ab. Und er sagt in den ersten Sekunden, keine Sorge, es geht nicht wieder um meine Ex-Freundin. Und dann erzählt er 13 Minuten darüber, dass er gerne eine Freundin hätte. Nicht Ex-Freundin, ja. Die nächste Ex-Freundin, um die geht's heute. Ja, das ist erstmal sehr witzig gewesen, aber darum geht's eigentlich nicht, denn er hat eine Morddrohung bekommen. Von der Ex-Freundin? Von irgendjemandem. Ey, ich schlag dir mit einer Machete den Kopf ein, hat jemand bei ihm angerufen. Und das ist unhöflich. Das ist nicht die feine englische Art auf jeden Fall. Und nachdem Tanzverbot jetzt quasi Fortpflanzverbot hat, gibt es bald ganz Verbot für sein Leben. Oh ja. Und da hat Herr Newstime mal wieder drüber berichtet, deswegen ist es relevant. Das ist der Einzige, der darüber berichtet hat. Ja, es ist halt wirklich, Herr Newstime macht zurzeit nicht so viel, der twitcht mehr so. Das ist so eine Clique wahrscheinlich, ne? Irgendwie Unge und Tanzverbot und Herr Newstime, die berichten nur bei sich selber quasi. Die haben so einen Deal. Chamber. Tanzverbot macht nur Videos, damit Herr Newstime berichten kann, genau. Ja. Und Drachenlord auch. Ja, aber Unge ist da so ein bisschen Gegner. Unge fand Herr Newstime auch nicht so geil. Der hat ja mal selber ein Projekt gestartet, so ein News-Kanal. Oh. Der hieß Übrigens. Der lief, glaube ich, 2 Wochen und dann war vorbei. Ich dachte, Mr. Neuigkeitenzeit oder so. Ungeinformiert. Ungeinformiert. Ungeimpft.
ungepflegt. Nee, es ist fast nicht. Stimmt, der hat ja die Haare jetzt kurz. Ja, ja, eben. Ungenau, vielleicht. Ja. Ungenau recherchiert. Also wir. Wir quasi, unser Konzept. Ja, aber also Morddrohungen sind nicht gut. Wir wollen es nur nochmal sagen. Also Leute, liebe Zuhörer, kommt drauf an, wenn, mal, ja. Wenn ihr gerade plant, Morddrohungen auszusprechen, macht das vielleicht einfach lieber nicht. Nee. Nee, also vor allem nicht, wenn außer man weiß, wer ihr seid. Außer es trifft Tinos politische Gegner. Genau. Überhaupt Gegner, die ja. Ich habe. Tanzverbot halt. Wir wollten auch mal wieder Tanzverbot, Gronk, 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 Newstime. Das auf jeden Fall. Da gingen bei Tanzverbot sämtliche Alarmglocken an. Im Gegensatz zum Warntag, den es neulich gab. Ja. Hast du es mitbekommen? Oder nee, habt ihr es mitbekommen? Wir sind ja hier nicht zu zweit, aber wir verraten nicht, wer es ist. Ihr könnt erraten, ja. Wer neben uns sitzt. Ich habe nichts mitbekommen. Hatten bei euch Warnglocken geläutet? Ja, in der Tat. In der Tat? In Dresden. In Dresden, ja, das ist aber auch ja bitter notwendig. Ja. Also die haben damals... Die müssen auch funktionieren. Damals haben die, glaube ich, nicht gut genug funktioniert. Da hätten die sonst noch ein bisschen was retten können vielleicht. Die wollten am Donnerstag oder Freitag, weiß gar nicht mehr, die wollten quasi den Alarm üben, den Aufstand proben. Und wollten zum selben Zeitpunkt sämtliche Alarmsirenen anmachen und Warn-Apps einschalten. Und es ist nichts passiert. In Weimar in vielen Städten passiert. Ist nichts passiert. Also in manchen Städten ging es wohl irgendwie. Ich weiß auch warum. Weil der gute Xavi Natu oder Xavier Nedu. Wie manche ihn nennen. Hashtag Naidubel, ja. Genau, der hat ja mit seinem Kreis an cleveren Menschen eine Schutzaura durch Meditation richtig, erstellt. Richtig, ja. Und deswegen haben wir davon nichts mitbekommen. Danke an dieser Stelle. Er hat uns gerettet eigentlich, ja. Naidu. Er hat uns gerettet. Ich wüsste gar nicht, wen ich wählen sollte zwischen, Hildmann, geplatzt, zwischen Hildmann und Naidu. Wen ich wählen würde als Reichskanzler. Beide. Wir können ja... Eine Doppelspitze. Xavi Naidu ist der Führer und Hildmann ist dieser Luftballon, der dann abstürzt. Die Hildmann-Burg. Stimmt, schön. Mhm. Würde ich gerne sehen, so. Die Hildmann-Burg, wie sehen. Sie brennend zu Boden stürzt. Mhm. Ganz, ist das gerade eine Morddrohung? Nein, das ist keine Drohung. Es ist Aufruf, dass deine linken Cocktail-Kellner hier irgendwie auf den Hildmann gehen. Das ist eine mögliche Zukunftsvision. Ein brennender, eine Hildburg, die herabstürzt und ganz viele Aluhüte wegrennen, so. Dieses berühmte Bild. Ist gut. Doch. Jetzt wird es doch zu heiß und rennen weg. Aber wirklich, das Feuer zieht sich hier heute durch, ne? Der Brennpunkt wird lebendig tatsächlich. Ich würde mich nicht wundern, wenn den Leuten beim Hören auch die Ohren wegbrennen. Also es ist der absolute Wahnsinn. So sehr, wie das Kai Pflaume jetzt auf YouTube ist. Diese schlechten Überleitungen, Alter. Hast du es mitbekommen? Ich habe ein Thumbnail gesehen mit Kai Pflaume. Wer war denn neben ihm? Nicht Kai Pflaume auf jeden Fall, noch jemand anderes. Ja klar, aber Kai Pflaume und... Wer war denn der andere? Wahrscheinlich Montana Black. Ja, genau. Mhm. Montana Schwarz und Kai Backpflaume. Ja. Oder so. Kai Pflaume nennt sich auf YouTube, weißt du es? Pflaumenkönig oder sowas? Nein, aber gefällt mir schon wieder, wo das hingeht. Wie denkst du, heißt der auf YouTube? Ich dachte Pflaumenkönig. Ist auch gut. Ich hab's mal gehört. Oder wie würdest du ihn nennen? Kai... Pflaumenkönig, bleib dabei. Okay. Pflaumenführer. Hast du noch irgendwas Gutes? Einfach nur die Pflaume. Pflaumenverbot. Du bist da näher dran auf jeden Fall. Er heißt Pflaumenlord. Er heißt Ehrenpflaume. Ach, Ehrenpflaume war es, ja. Ehrenpflaume. Also richtiger Boomer-Humor, ey. Auf jeden richtiger Boomer-Humor. Hm, was sagen denn die jungen Leute von heute so? Ehrenmann, Ehrenpflaume. Und dazu halt noch ein Kanalsymbol, was halt wirklich einfach nur so eine scheiß Pflaume ist. Das ist nicht so cool. Ist ein bisschen vorhersehbar. Aber er geht ganz schön viral mit seinen Videos. Interview mit Montana Black. Das zweite ist jetzt auch schon in den Trends ganz oben gewesen. Das war mit JP Performance, glaube ich. Mit so einem... Wer ist das? Na, das ist so ein Typ, der hatte vor ein paar Wochen so einen Skandal. Der ist innerorts irgendwie 150 gefahren in so einem Dorf. Und deswegen ist er berühmt. Pass oder? Auf. Und dann war es ganz absurd, die Anzeige. Ich glaube, die wurde nicht fallen gelassen, aber die nächsthöhere Strafe hat er nicht bekommen, weil er nicht schnell genug gefahren ist. Ja, weil sie zu langsam war. Ja, pass auf, weil der Anwalt... Tut mir leid. Nee, das ist richtig geil eigentlich gewesen. Der Anwalt hat gesagt, in dem Gesetz steht, zu bla 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 wird... Also zu der und der Strafe wird bestraft, wer in einer Blabla in einer Ortszone die Höchstgeschwindigkeit fährt. Und da das Auto
eigentlich 210 fahren konnte, aber er nur 150 innerorts gefahren ist. Das ist ja so schlau. Ja. Das heißt, du musst das nur. Das ist halt diese schwammige Gesetzestextauslegung. Du musst nur ein Auto bauen, was 400 km/h fahren kann. Ja, und dann darfst du mit 200 km/h durch eine Spielstraße fahren. Ja. Auf dem Dorf. Ja. Also, wie gesagt, er hat das schon trotzdem wegen Überschreitung der Grenze hat er trotzdem was bekommen. Hm. Aber die höhere Strafe, weil er halt einfach viel zu schnell gefahren ist, hat er nicht bekommen. Weil er nicht Maximalgeschwindigkeit. Da kann man wieder sehen, dass es den... Er ist nicht mit dem Ziel. Ich glaube, das muss nicht mal... Du musst es nicht erreichen. Du musst mit dem Ziel die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Es ist so absurd. Ich hatte es nicht geplant, so schnell zu fahren. Ja. Ah ja, das reicht schon. Fuß ist ausgerutscht. Ist schon absurd, oder? Freut mich für ihn, dass er davon gekommen ist. Ja. Also ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wie er so tickt. Aber es ist ja schön, dass er da drum rumkommen konnte. Ja. Jetzt kann er weiter in ganz hohen Geschwindigkeiten fahren. Das ist ja also schön. Zu JP, ich glaube, der heißt auch so ähnlich wie hier der Scooter-Typ, Hans-Peter. Ja, ja. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Jean-Baptiste oder so, also irgendwas Uncooles, wo man dann sagt, yo. Aber Jean-Baptiste ist doch cool. Nee, ist nicht cool. Jeder zweite Kennst Franzose du? Heißt ja so. Echt? Ja, das klar. Weiß ich nicht. Das ist ja deren... Ich kenne wenig. Max Müller. Ach so, das wusste ich nicht. Jean-Baptiste Grenouille. Das war doch wie von GZSZ, dieser Joe Gerner. Der Bösewicht. Alter, ich möchte wetten, du hast den innerhalb der letzten 83 Folgen hier mindestens 5-mal erwähnt. Ich weiß, Joe Gerner, wirklich? Was hast du mit Joe Gerner immer? Habe ich das wirklich? Ja, du erwähnst den echt, also vergleichsweise oft dafür, dass es einfach nur so ein GZS-Set ist. Ich habe noch ein Interview gesehen von ihm gerade, so bevor ich zu dir gelaufen bin. Und der heißt eigentlich Joachim Gerner in der Serie. Wow. Joachim. Joe. Ja, ne? Joe. Mindblow. Ich fand es übelst krass als Fakt. Ich hätte ihn immer so als Bösewicht gesehen, so als Joe Gerner, er heißt Joe. Mhm. Mit so einem Cowboy-Hut am besten noch, wie JR von Dallas. Aber nein, er heißt Joachim. Okay. Fun Fact. Ja, Kalb Pflaume übrigens, da waren wir eigentlich. Und es gibt ja in der Oase, wenn ihr gerade auf Twitch seid, Ausrufezeichen Oase in den Chat, da kann man sich reinkaufen für 3 Dollar Patreon im Monat. Alter, das ist so billig, das sind nicht mal 3 Euro, ihr macht Plus, wenn ihr das ausgebt. Da gab es so diesen ewigen Krieg, Kai Pflaume versus, hast du es mitbekommen? Nein, ich musste gerade spicken auf meinen Bett schauen. Ja, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder, genau. Und ich war ja auf jeden Fall immer Team Kai Pflaume so, weil der ist schon witzig, irgendwie auf seine boomerische Art. Aber jetzt, wo er langsam Mainstream wird, ne, da springe ich ab. Bist du jetzt zu Team Gerhard Schröder gewechselt? Ich bin gerade noch so in der Mitte, ich bin unentschlossen. Aber er hat bei mir an Prestige verloren, wie er sich jetzt anbietet bei den ganzen großen YouTubern und mich nicht mal fragt. Ist ja bei den meisten so, dass sie irgendwie erst Geheimtipps sind, danach werden die ganz, ganz groß. Kai Pflaume, der Geheimtipp. Ja, ja. Keiner kennt ihn. Nee, es war eher so das Ding, dass er halt so, der hat halt auf Facebook, ach nicht auf Facebook, auf Instagram, so richtig, ich bin 60 und das ist lustig, Bilder gepostet. Ist der 60? Nee, er wird bestimmt schon 55 sein, würde ich sagen. 54, 53. Ich gucke mal. Hat sich gut gehalten, der Herr. Also 40, in den 40ern ist der nicht mehr ziemlich safe. Ehrenpflaume. Ich google Ehrenpflaume. Was ist hier los? Ich schätze, er ist 54. Maximal. Der Kai. 53. Ehepartnerin Ilke Pflaume. Leon Pflaume und Marvin Pflaume. Ich glaube, den Marvin habe ich getroffen damals. Wir haben ja auch Kai Pflaume damals getroffen auf der Instagram-Party. Mhm. Ganz groß. Herodes hat ja noch ein Foto mit ihm gemacht. Ich war damals noch nicht so überzeugt von dem, weil es war auch so ein witziges Bild. Er war wirklich nur wegen seinem Sohn da, umringt von diesen ganzen YouTube-Nasen. Und er stand da übelst alleine rum. Es ist halt der große Kai Pflaume aus dem Fernsehen, aber allen war es scheißegal. Ihn, ja. So. Und ja, da kenne ich den her. Ist ja dadurch quasi infiziert worden vom Influencer-Virus. Möglich. Ich glaube aber eher, dass er wirklich so gerade umschifft, weil das Fernsehen ist halt nicht mehr so geil. Ne? Jetzt vielleicht auch wegen Corona, weil die großen Shows ausfallen. Geht er halt die YouTuber besuchen. Gab es nicht mal so ein Skandälchen bei irgendwelchen YouTube-Videopreisen, dass Frank Elstner der Newcomer des Jahres war? Keine Ahnung. Frank Elstner ist ja so ein 80-jähriger TV-Moderator, der hat jetzt mit YouTube angefangen und ist zum Newcomer ernannt worden. Ja, das kann sein. Neben irgendwelchen anderen, so Gewitter am Kopf oder ganz jungen Leuten.
wo auch alle dachten, Alter, das geht doch gar nicht. Das kann durchaus, Alter, Kai Pflaume ist 1,90 Meter. Der ist groß, ja. Das kann sehr gut sein, das war dann wahrscheinlich Webvideopreis oder irgend so ein Scheiß. Ja, sowas in der Art. Ja. Aber, was weiß ich. Ja, Kai Pflaume, findet man das gut oder? Naja, ich gönne ihm den Erfolg. Normalerweise sagt man ja, es bringt frischen Wind auf die Plattform. Hier ist es aber eher alter Wind. Alter, muffiger Wind. Ja, ja. Wobei er noch recht frisch wirkt, finde ich. Er ist ja sehr... Ja, aber halt, wie gesagt, so Hey Fellow Kids mäßig. Hey, na, ich Partner. Bin's, einer von euch. Ja. So, das ist witzig, wenn das auf Instagram stattfindet, aber es ist irgendwie langweilig, wenn er dann so ins YouTube geht. Aber man muss dazu sagen, die Interviewformate, die er da macht, also ich habe so die Hälfte von dem Montana Black Ding gesehen, das ist schon ganz gut. Er ist halt einfach ein guter Moderator, aber er ist ja jetzt kein Entertainer in dem Sinne, deswegen finde ich das nicht ganz so geil. Nee, er ist echt nur so ein Moderator, ne? Der macht jetzt keinen großen Quatsch. Ja. Da hat er mal so eine Quizshow moderiert, wo er immer so hochgesprungen ist mit so, hat seine Füße so klackern lassen, so. Was? Das ist ja spitze. Was? Das wirkte halt so gestellt und so unauthentisch, weil das Kai Pflaume war. Weil der ist eigentlich nicht so agil und sportlich. Der hat eine Show gemacht, wo er immer hochgesprungen ist. Ja, das war, wenn irgendwie eine Quizfrage beantwortet worden ist, ist er immer so hochgesprungen. Das ist ja spitze. Okay, das hat dann immer so die Schuh klackern lassen. Echt? Ja. Ist das übelst lange her? Naja, so 5 Jahre bestimmt. Okay, krass. Also da freut sich Matt Eye sicher. Matt Eye ist der größte Kai Pflaume-Fan aller Zeiten. Grüße gehen raus. Wenn ich das noch finde. Also ich kenne von Herodes noch einen witzigen Clip. Der Kai Pflaume hat dieses so ein Gewinnspiel für die Post oder irgendwie sowas gemacht, wo die dann zu Hause vorbeigekommen sind und Geld verteilt haben. Ah, ja, ja, so ein Riesencheck. Genau, oder und da gibt es dann gibt's irgendwie eine Stelle, wo er so ganz begeistert, aber nicht wirklich begeistert, zu einer Frau sagt, wie viel Geld das ist, was auf dem Dings ist. Und dann sagt er, ich glaube, vielleicht sage ich die Zahl jetzt falsch, aber 25.000 Euro. Das muss ja viel für sie sein, wenn ich mich hier so umgucke. Und das ist sehr witzig, aber darüber hinaus kein Bezug. Zu Kai Pflaume? Hat jetzt, glaube ich, bald schon die 200.000 Abonnenten geknackt. Ja, geht schnell bei solchen Leuten, bei solchen alten Leuten, die ja schon Stars sind. Für mich wird er immer der nur die Liebe zählt, Moderator bleiben. Das habe ich als Kind oft gesehen, tatsächlich. Okay. Dieses Beatles-Intro, so Love, 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 wo irgendwelche Pärchen da zusammengebracht hat. Da hat die dann immer überrascht irgendwie. Und hier ist er, dein lieber Freund aus den USA, der Thomas. Und dann kam der irgendwie und die war überrascht im Publikum. Oh mein Gott, mein Thomas! Und dann haben die irgendwelche peinlichen Sachen gemacht, dass dann der Thomas irgendwie einen Song gesungen hat von den Beatles oder so. Mhm. So, Yesterday. Und die konnten dann mal alle nicht singen. Danke, dass du mal einen Beatles-Song angesungen hast. Ja, gerne. Damit wir wissen, zwei wie sogar. Es sein wird. Ja, Beatles sind jetzt eher so ein Geheimtipp von mir. Ja. Kann ich empfehlen. Die könnten was werden. Das ist aus dem Underground. Genau, aus dem Underground. Da ist viel Potenzial. Vielleicht müssen die sich nochmal neu zusammenfinden und irgendeine Leiche ausgraben, aber da kann, glaube ich, noch. Ich glaube, die können noch Stars werden. Ich denke auch. Zwei leben noch davon, ne? Ich glaube, zwei sind tot. 50%. Ja, reicht ja. Gute Quote, ja. Wer auch Stars werden kann, ist jeder. Cool. Also auch ihr. Ja. Jeder, der beim Projekt Grundeinkommen mitmacht. Ah. Das hat nämlich jetzt, ich vermute bis jetzt wahrscheinlich die 2 Millionen Einschreibungen geknackt. Mhm. Also man kann sich da anmelden. Ich glaube, das wurde jetzt auch nochmal bis November verlängert und füllt dann kurz was aus und ist dann im Pott. Es werden 120 ausgelost. Aber ich dachte, es geht nicht mehr. Ich war auf der Homepage mit einer Freundin und da stand irgendwie da, man kann sich nur noch als Kontrollgruppe bewerben, aber nicht mehr als diejenigen, die Grundeinkommen haben wollen. Ich glaube, da stand, dass es verlängert wurde aufgrund der hohen Anfrage oder so. Vielleicht war das auch nur bezogen auf die Dings. Aber gerade aufgrund von hohen Nachfragen kannst du irgendwann sagen, jetzt reicht's mal, weil die wollen ja auch, die wollen es ja nicht erhöhen, das Kontingent. Ist richtig, aber je mehr da mitmachen, desto höher ist natürlich die Strahlwirkung so. Es geht ja auch darum, irgendwie da ein bisschen Awareness auch zu verschaffen, ach so, oder nicht? Also klar geht es darum, das experimentell zu überprüfen. Was ich eigentlich Quatsch finde, weil man kann es meiner Meinung nach nur effektiv prüfen, wenn man es wirklich im ganzen Land einfach mal macht. Hm. Und nicht irgendwie, ja, da wird dann halt rauskommen, oh, das ist gut, wenn ich extra Geld habe. So, das wird halt dann rauskommen. Überraschung. So. Ja, aber du kannst es halt nur großflächig üben, indem du es großflächig übst. So, du kannst nicht sagen, okay, Stadt Weimar macht das jetzt mal. Das ist ja ein unabhängiges, weißt du, das Herr Kleine, was sagen Sie? Was sagen Sie dazu? Lange nicht mehr gehört, Herr Kleine, ja.
Das bringt ja nichts so. Dann kannst du immer noch sagen, okay, in Weimar funktioniert das, aber wenn wir das dann an die Bundesrepublik anschließen, das funktioniert dann nicht, dann bricht ja alles zusammen. Man kann es ja auch ausweiten. Halt, man kann bei mir anfangen, meiner Wohnung. Ja. So, ich bekomme zuallererst das Grundeinkommen, so ein Jahr lang. Dann so dann meine Straße. Richtung Norden ausbreiten in meine Wohnung. Genau, meine Straße erst und dann Stadtgebiet so ein bisschen, das ist ja benachbart. Dann die Stadt und so weiter. Ja. Bis zur Milchstraße irgendwann. Wie so ein Corona quasi. Wie Corona, nur in gut und ohne Impfung. Moneterona. Ja, das ist gut, Moneterona. Wäre gut. Also wie gesagt, wenn dann gleich ganz. Ich weiß nicht, ob da noch andere Erkenntnisse draus kommen, außer 120 Leute haben jetzt ein besseres Leben gehabt. Ein Jahr. Also ich bin mit einer Juristin befreundet und die sagte, die ist da sehr kritisch. Sie sagt auch, sie will es ausprobieren. Also ich finde das okay, dass man das ausprobiert mit dem Grundeinkommen. Das ist aber nett, dass die das erlaubt. Ja, Dankeschön. Aber sie glaubt auch, dass dann die Inflation steigt und dass alles insgesamt teurer wird und ja, so. Aber das nicht ist durch die 120 Leute jetzt. Nein, aber insgesamt okay. Natürlich. Ja, insgesamt zieht sie es kritisch. Weil die dumm ist, Tino. Entfreunde die mal auf Facebook. Da habe ich die gar nicht, glaube ich, auf Facebook. Ja, nee. Es ist einfach nötig. Wir kommen da in der Zukunft nicht drum rum. Wenn der technische Fortschritt so viel ist, dass Roboter viele Jobs ablösen, du kommst nicht drum rum. Ich denke auch. Naja, vielleicht werden natürlich viele neue Jobs geschaffen, wenn wir irgendwann mal anfangen, irgendwie so umweltbewusster Dinge zu tun. Das kann natürlich sein, wenn dann irgendwo... Wir ziehen zum Beispiel einfach mal, wir nehmen Bayern. Sorry. Aber ziehen da so eine komplette Schicht an Solarplatten drüber einfach. Holzen alles ab, was da so unten drunter ist, ganz besonders München. Ja. Und dann ist das besser für alle. Ja, keine Frage. Es gibt jetzt auch übrigens eine neue Art von Solarplatten, die durchsichtig sind. Das heißt, in Zukunft könnte es sein... Mit Brillengläsern vielleicht auch. Brillengläser oder einfach Fenster in der Wohnung. Das geht auch. Das geht auch. Ich habe auch eine Idee. Du machst so Brillengläser, so richtig fette Lupen, dass dir die Augen rausbrennen. Ja. Dann brauchst du gar kein Licht mehr. Gar keine Brille mehr. Das ist geil. Nee, aber es gibt jetzt wirklich eine durchsichtige Art Solarplatten. Und da kann es sein in der Zukunft. Ja. Stell dir es vor, irgendwie... Weimarhalle, ja, die hat ja diese übelste Fensterfront. Wenn das alles solar wäre, Strom gespart, zack. Und das Gute ist, diese Art von Solarplatten kannst du über die normalen Arten drauflegen. Das geht nicht. Ich hab mal gelesen von irgendeinem AfDler, dass... geht's doch, nicht. Doch, ja. Hör mal zu, der hat da voll recht, dass Solarpanels die Sonne quasi verschlucken. Und dass es dann kälter wird. Ach so, okay. Ja, Das sind die gleichen Leute, die behaupten, dass Flüchtlinge, dass durch Flüchtlinge auch in Europa wärmer wird, weil die haben eine dunkle Hautfarbe und die ziehen Sonne an, deswegen wird es ja auch so warm in Europa. Die genau. Bringen die Sonne mit. Macht voll Sinn. Also da ist minimal sogar was dran. Es gibt ja Albedo, die Rückstrahlwirkung, die zum Beispiel in der Arktis ganz hoch ist, weil da Schnee ist. Und deswegen ist das ja ein Problem, wenn das Eis schmilzt, ist die Rückstrahlwirkung auch geringer. Und dann wird es wärmer, aber das ist genau andersrum eigentlich. Also weißt du wie? So halb. Albedo, die Rückstrahlwirkung. Albedo, ja. Albedophil. Wenn das weniger ist, wird der Planet wärmer. Ah, ungünstig. Weil halt das Licht weniger reflektiert wird. Also es ist gar nicht so viel Bullshit, aber es ist schon Bullshit. Erst recht bei durchsichtigen Solarplatten. Ja. So. Ja, gut. Was haben wir denn noch, Tino? Wollen wir noch über das nächste Feuer reden? Moment, Während mir die Unterhose weggebrannt ist bei dem Gedanken an bedingungsloses Grundeinkommen, ist in San Francisco einiges anderes weggebrannt. Erzähl mal. Es gibt ja die Wildfires in Oregon und also generell gerade viel in Amerika. Ich habe hier mal so ein Video vorliegen. Drone-Footage aus San Francisco, was 1:1 aussieht wie Blade Runner. Ach ja, weil das hast überall, du gesehen, ja. Also überall ist eine Übertreibung, aber in Amerika sind gerade sehr, sehr viele Städte in Rot gehüllt. Einfach weil so krass Feuer überall ist. Und es sieht halt aus, als wäre da ein Filter drüber gelegt. Aber es ist. Hast du mir das geschickt, das Bild, wo ich geschrieben habe, das sieht aus wie ein Filter? Ich glaube, ja. Das war in Oregon, das ist das Postauto, meinst du, glaube ich. Ist das traurig. Es ist ultra spooky, Alter. Es ist halt so die ganze Stadt irgendwie voll in Rot gehüllt, wie so ein roter Nebel. Ja. Wie in einem Horrorfilm. Es sieht halt wirklich aus wie einfach Filmszenen, oder? Und das nur wegen so ein paar Bränden, ja? Ja. Krass. Es sind halt nicht ein paar, es ist halt sehr groß. Flächig. Haben die keine Feuerwehr? Nicht so viel. Wir müssen es halt mehr machen. Problem gelöst. Danke, Tino. Gern geschehen. Leute,
Mit Wasser kann man Feuer löschen. Macht mal. Ich glaube, du bist da einer sehr heißen Sache auf der Spur. Wir können auch mal die Weimarer Feuerwehr dahin schicken einfach. Die machen das schon. Die löschen alle Brände. Eine heißen Sache auf der Spur war auch Derya Türk-Nachbauer. Ist sie Türkin? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber sie heißt Türk. Das war jetzt auch Kackscheiße, was du da gesagt hast, Tino. Die ist SPDlerin. Und noch irgendwas anderes, mir auch egal. Auf jeden Fall geht es da weniger drum. Barbara Schöneberger hat nämlich gesagt, ja, Zigeunersoße heißt jetzt Soße ohne festen Wohnsitz. Und das geht ja gar nicht. Und das wird als rassistisch empfunden von vielen Menschen, habe ich gelesen. Ich habe den Kontext nicht, aber Barbara Schöneberger ist da auch so eine, die hier irgendwie bei Google Hupf hier, wie heißt es, bei der Büttenrede in Köln auch mal so Reden hält, oder? Ist das nicht so eine? Nein, die macht ganz viel Quatsch, ja. Also die ist eher Moderatorin, aber die singt die auch. Hält sich doch auch für witzig, oder? Genau. So, und da finde ich alleine der Kontext, Entertainer, Schrägstrich, vielleicht Comedian, da kann man alles irgendwie ein bisschen entspannter sehen. So wie bei uns zum Beispiel. Ja, ich fand das auch nicht so schlimm tatsächlich, so diesen Gag von ihr. Da gibt's schlimmere. Der war halt schlecht und alt. Ja. Aber ich finde es nicht so... Wie gesagt, ne, wenn wir hier am Anfang sagen Triggerwarnung, was wir übrigens nie machen, dann ist ja klar hier, ihr wisst, worauf ihr euch einlässt. Das erklärt sich automatisch, wenn wir den Mund aufmachen, dann ist das eine Triggerwarnung automatisch. Ja, exakt. Und da muss man vielleicht nicht ganz so. Allerdings, wenn jetzt halt ein Politiker wiederum sowas sagt, ist es kritischer. Das stimmt, ja. Weil sie hat die Verantwortung ja nicht. Ja, deswegen, also Kunstfreiheit, ne? Haben wir es kurz mal angesprochen, aber haben wir wieder schön uns gegenseitig an die Nippel gefasst. Oh ja, wir sind uns einer Meinung. Nee, ich fand es ganz schlimm von Barbara Schöneberger. Mhm. Das geht gar nicht. Also ich finde Barbara Schöneberger halt einfach sehr, sehr unwitzig und nicht so geil, aber also... Aber der Gag so menschlich ist, gesehen, also... Aber der Gag ist schon... Also man kann ihn machen, finde ich, aber er war halt nicht gut. Hm. Und ich mag sie auch nicht. Was heißt nicht gut? Ich habe den halt einfach schon 300 Mal von anderen gelesen irgendwo. Echt? Vorher. Ja. Ich nicht. Du folgst halt nicht irgendwelchen asozialen Busfahrern aus Weimar, die permanent Scheiße auf Facebook posten. Gibt's da so viele, ja? Ich habe da so einen ganz speziellen und der teilt die immer diese Sachen. Der war halt früher mit meinem Vater gut befreundet. Die Zeit ist vorbei zum Glück. Der ist halt wirklich... Alter, stell dir einen vor, ein Freitaler, der in Berlin auf der Corona-Demo war. Stell dir diesen Menschen vor, setz den hinter ein Lenkrad im Bus, zack, das ist er. Ich habe ein EQ von 120, ich muss keine Maske tragen. Ungefähr so. So einer ist das, ja. Mhm. Ging auch diese Woche ein Facebook-Post sehr, sehr viral, der so die Dualität von Verschwörungstheorien aufgestellt hat. Also dieses zum einen, das ist eine Lüge, ja, Coronavirus gibt es gar nicht, aber gleichzeitig ist es auch von Bill Gates gemacht, um uns alle zu impfen. Oder Masken sind super gefährlich, weil wir atmen da... Bakterien, also die sammeln sich da drin, die Bakterien, aber sie funktionieren nicht. Und die Bakterien, die sich in der Maske sammeln, die kommen zwar aus meinem Körper raus, aber wenn ich die einatme, ist das schlecht. Genau, ja. So, also das macht keinen Sinn. Ich weiß gerade gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war gar nicht irgendeine prominente Person. Also ich empfehle den Volksverpetzer. Der hat immer richtig gute Tweets und Instagram-Beiträge, wo er solche Sachen gegenüberstellt. So viel Quatsch, ja. Der da gelabert wird. Das ist falsch. Ja, das auf jeden Fall dazu. Barbara Schöneberger, bla bla. Apropos Sachen, die aus Körperöffnungen rauskommen. Ja. Aus anderen Körperöffnungen kommt ja manchmal auch ehemaliges Essen. Mhm. So. Poop. Ja. Wird's genannt. Und dagegen hat ein Künstler etwas, eine Erfindung gemacht. Und zwar... Poop-Eis zufällig? Nee. Der hat etwas erfunden. Das war so eine Papprolle. Und darum war Papier gewickelt. Mhm. Und auf dem Papier war das Gesicht von Bernd Höcke drauf. Hat dieses Papier, was er Klopapier nannte, als Kunstaktion vor den Thüringer Landtag gestellt. Mhm. Nice. Das war jetzt diese Woche. Genau, das war die Woche, genau. Bernd Höcke Klopapier. Da war auch ein Spruch drauf. Mit AfD bekommt Demokratie Verdauungsstörungen. Mhm. Ist jetzt so mittelmäßig lustig, so dieser der Spruch, aber der Gag so ist schon lustig. Ja, wenn man es halt weiter denkt, ist es irgendwie Quatsch, sich den Arsch dann mit Bernd Höcke abzuwischen, oder? Metapher versucht, irgendwie weiter... Ach, er macht die Scheiße weg eigentlich, ne? Ja. Von Pops. Ja. Das Bild stimmt nicht ganz, das stimmt. Es geht mehr so um die Geste, dass man halt Bernd Höcke, dass man sein Gesicht mit Körperausscheidungen
voll schmiert. Ist nicht ganz so genial wie Nathan For You. Nicht ganz. Eine super gute Serie. Ja. 6 Jahre alt, aber kann man empfehlen. Eine auch sehr gute Serie wird bestimmt Dragon's Dogma auf Netflix. Das kommt nämlich jetzt am 17. Und ich habe eigentlich kein Interesse dran. Ich habe nur Interesse dran, dass endlich Dragon's Dogma 2 rauskommt. Das heißt, ihr, liebe Zuhörer, am 17. geht ihr alle auf euren Netflix-Account und lasst das schön in Dauerschleife einfach durchlaufen. Immer wieder, dass die Leute bei Netflix denken, ach du Scheiße, mir raucht der Server weg. Was ist denn da los? Da ist aber großer Bedarf und Nachfrage. Na, dann machen wir jetzt hier mal das zweite Spiel. Das ist Aufruf zum Betrug tatsächlich. Ja? Scheiße. Ja, leider. Ich kenne eine Band. Mach das nicht! Zwinker, Zwinker. Ich kenne echt eine Band, ich weiß gar nicht, wo die herkamen, aber die haben nachts bei Spotify ihr Album durchlaufen lassen, immer wieder, selber, um halt Geld zu generieren. Oh, das sind 5 Views. Oder wie? Na, wenn 5 Leute das durchlaufen, das ist doch trotzdem nicht so viel, oder? Ja, aber die ganze Nacht immer wieder durchlaufen als Loop. Na gut, ja. Nachts, du machst das dann stumm. Das läuft durch. Die haben ihre Fans dazu aufgerufen und haben dann mit dem Album, wo nichts drauf war, also war nur Stille, haben sie damit dann quasi das richtige Album finanziert, die richtigen Aufnahmen. Da kam Spotify dahinter und dann sind die rausgeflogen von der Plattform. Aber es hat funktioniert. Weiß ich nicht. Also wenn ich Dragon's Dogma 2 bekomme, kann ich von mir aus aus Netflix rausfliegen. Ach so, okay. Ja. Nee, also die jeweiligen Künstler sind geflogen, aber die waren es ja auch selber, also keine Ahnung. Kann sein, dass dein Plan aufgeht. Der geht auf jeden Fall auf. Klar. Ich habe mir das richtig gut durchdacht. Genauso wie Sophia Narwitz. Nee, warte mal, Anna Valenz war es, glaube ich. Ich habe es nur überflogen, ich fand die Story ganz witzig. Also, da gab es so einen kleinen Skandal. Es ging um Fall Guys. Was ist das? Fall Guys? Das ist so ein gerade relativ virales Spiel. Ich weiß nicht gerade, ich raff's nicht gerade, welcher Name zu wem gehört. Also, da hat eine Person sich ein Buttplug in den Anus geschoben und jedes Mal, wenn ein Spieler dich im Spiel berührt hat, hat das vibriert. Ja, witzig. Sagst du? Ja. Die Spieler sagen jetzt, das ist Harassment, das ist sexuelle Nötigung, weil ich gegen meinen Willen, ich wurde nicht gefragt, ob ich das ist ein wirklich absurder Fall, Alter. Und die sagen, aber die haben recht irgendwie. Naja. Technisch gesehen haben die recht. Technisch gesehen. Weil sie stimulieren seinen Anus unfreiwillig. Ja, ist richtig. Aber die merken und sehen davon nichts. Sie haben es erst hinterher erfahren. Ach so, naja, aber es ist ja egal. Also ob's naja, komm, Alter, das ist schon absurd, oder? Also die ganze Story an sich ist schon absurd, aber es ist dann hinterher irgendwie zu klagen oder was auch immer. Ich finde es jetzt auch irgendwie subjektiv Quatsch. Aber es würde mich nicht wundern, wenn die juristisch recht bekommen. Weil technisch gesehen ist das ja so. Halt auch diese digitale Barriere dazwischen, die sind nicht mal im selben Raum, Alter. Das ist doch dann maximal irgendwie. Ja, du kannst auch über Chat jemanden wahrscheinlich sexual harassen. Und wenn die jetzt recht bekommen, diese Hater quasi, die nicht wollen, dass er sich so ein Buttplug in den Arsch steckt, man kann doch auch so Vibratoren und sowas so programmieren, dass sie auf einen Musikbeat vibrieren. Wenn das jetzt, Alter, wenn und dann verklagen wir die Beatles. Jedes Mal, wenn ein Beatles-Song spielt, dann vibriert der Anus in... Die Beatles könnten die Person verklagen. Dann kommt Paul McCartney und sagt, er fühlt sich sexuell belästigt und... Wir lösen uns auf. Und genau. Dann nehmen wir diesen Platz ein, der frei wird. Der Beatles? Ja. Gerne, ja. Der Beatles my Beatles. Beatles 2. Ich glaube, das hat Zukunft, ja. Das auf jeden Fall zu diesem Fall. War absurd. Mal gucken, was rauskommt. Ich dachte mir natürlich gleich bei der Story, wie kann ich das für meinen Stream verwenden? Es muss ja kein Buttplug sein, aber stell dir vor, das gibt's bestimmt irgendwas, was du halt per USB an den PC anschließt und dann Urwill, geiler Typ, kann dann vielleicht ein Skript einfach machen, dass ein Kanalpunkt der Einlösung passiert und dann passiert in echt bei mir im Zimmer irgendwas mit diesem Gerät, was da an meinen PC angeschlossen ist. Das kann man machen. Ich habe mal so eine japanische, glaube ich, Show gesehen, das hieß Blowjob Karaoke. Und da haben die halt gesungen und haben währenddessen einen Blowjob bekommen. Ach, bekommen. Ich dachte, gegeben. Nee, es war anders. Es war umgekehrt. Das ist ihnen geblasen worden, das während sie gesungen haben. Das war sehr witzig teilweise. Und das wäre auch so eine Art. Ja, ja.
Das wäre ja auch so in der Art, weißt du? Das stimmt. Und dann kannst also du dir so einen Penisring quasi drum tun und dann vibriert er immer, wenn irgendwer eingibt, so Ausrufezeichen Vibrations oder sowas. Good Vibrations. Ja. Beach Boys. Das ist ein Song von Beach Boys. Echt? Mhm. Ah, wusste ich nicht. Good Vibrations. Haben die Vibratoren gemeint? Gute Vibratoren? Wahrscheinlich. Toll. Was nicht so gut ist, war, dass die Bild irgendeinen Scheiß gemacht hat. Die Bild hat private WhatsApp-Nachrichten eines Kindes, dessen Geschwister gerade getötet worden, gezeigt. Das war richtig schlimm. Ich weiß gar nicht, wo das genau war, aber irgendwo ist eine Familie quasi getötet worden. Also 5 Kinder sind gestorben und nur eins hat überlebt, weil er irgendwie gar nicht da war. Mhm. Und sonst sind die alle irgendwie gestorben, die Kinder. Und die Bild hat halt... Dieses Kind hat dann dem Freund geschrieben, kurz nachdem, und diese Sachen wurden gezeigt. Also die Frage ist, wie kommen die an diese Daten ran, die Bild? Das weiß ich jetzt auch nicht genau, ob die das bekommen haben von dem anderen Kind und die Sprachnachrichten. Also wie ich die Bild kenne, haben die wahrscheinlich einfach die Familie selbst ermordet. Ach so, das kann auch sein. Nee, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie die Familie genau gestorben ist. Ob das ein Unfall war? War das ein Unfall? Oder ich glaube nicht. Nee, ich glaube, es war... Ich dachte, es war ein Mord. Ich weiß es auch nicht genau. Dann war es der Axel Springer Verlag. Ihr habt das zuerst gehört. Ey, wir haben halt echt nur noch 13 Minuten und ich habe nur echt viel. Ich habe dieses Mimi-Ding noch gar nicht angesprochen. Mimi. Wir wollen mal der Bild an dieser Stelle nicht so eine Bühne geben. Den Weekly Trump haben wir auch noch überhaupt nicht gehabt. Ja? Alles Schlag auf Schlag. Es spitzt sich gerade richtig krass zu in Amerika. Weltweit. Also überhaupt weltweit. Es wird heute eine hohe Wertung geben, glaube ich. Es brennt wirklich überall. Ja. Da müssen wir wahrscheinlich ausholen mit der Ranking-Klatsche. Aber vorher noch mal ganz kurz Mimi und Apu Red. Das ist in die nächste Runde gegangen. Da haben wir darüber berichtet, dass Mimi irgendwie vielleicht so einen kleinen Fauxpas gemacht hat und sich dann vielleicht entschuldigt hat. Jetzt hat er ein Video hochgeladen, 45 Minuten. Und das heißt, meine Entschuldigung an Apu Red. Und er entschuldigt sich darin nicht, sondern zerstört ihn so ein bisschen. Wenn das alles legit ist, was da gesagt wird, und es wirkt so, wird er von hinten bis vorne auseinandergenommen. Von hinten. Ja. Warum dann Entschuldigung? Verstehe ich nicht. Naja, die Entschuldigung war irgendwie, dass er diese Anklage der sexuellen Belästigung an dieser einen Frau hat er mit in sein Video genommen, einfach nur so nebenbei kurz erwähnt. Und das war halt irgendwie uncool für Apu Red und für die Frau, weil die wollte das gar nicht öffentlich machen. Ach so. So. Und jetzt hat er aber, statt sich zu entschuldigen, hat er noch auseinandergenommen, inwiefern Apu Red gelügt. Also das ist so ein Riesending, Alter. Es gab da auch eine Diskussion wieder mit dieser Frau da, die es betroffen hat, mit Apu Red, Unge wieder, ne? Diese typische, das ist ja jetzt der die neue... Der ist überall. Der ist überall. Das ist ja dieses neue Ding jetzt, da so Diskussionsrunden zu machen per Livestream und Streits zu klären auf also YouTube. Also mediatorenmäßig, genau. So was ich gelernt habe im Studium, das macht der Unge so einfach so aus, so ungebildet. Der kann das einfach, Mann. Der Unge kann einfach alles. Nee, aber das Video war schon sehr gut. Da bleibt kein Fall ungeklärt. Mhm. Das hat so viel Potenzial. Ja, komm, hör auf. Mimi hat da ein ganz altes Video rausgekramt von einem Typen, der 2016 Apu Red gecatfischt hat. Ja, also sich als Mädchen ausgegeben hat und gesagt hat, hey, lass treffen. Und dann hat er tatsächlich geschafft zu sagen, ey, ich bin ein Kumpel oder der Bruder von dem vermeintlichen Mädchen. Lass mal telefonieren und abklären, dass du halt mit der keine Scheiße baust. Und dann hat er halt mit dem Typen telefoniert natürlich und wollten sich dann auch in einem Hotel treffen. Und das war witzigerweise exakt an dem gleichen Tag, an dem dieser Vorwurf halt der sexuellen Belästigung und einfach irgendwie Schultern massieren oder sowas. Und es ist sehr schwierig, diese 45 Minuten jetzt hier zusammenzufassen, aber Apu Red scheint wieder sehr viel gelogen zu haben. Das würde mich jetzt sehr überraschen. Ja, ich kann es jetzt nur kurz abfrühstücken, weil wir vielleicht noch ein, zwei Sachen besprechen müssen. Wir können ja auch überziehen. Wir haben doch jetzt unsere neu gewonnene Freiheit. Oh, Tito. Ich bin mal ganz crazy heute. Ich bin ganz, ganz crazy. Auch wenn ich das Eis kaum abwarten kann, was wir im Nachgang essen werden, aber... Also was Teenager in Australien auch kaum abwarten können, ist, wie die Welt vor die Hunde geht. Das ist natürlich nur ironisch und deswegen haben sie jetzt die Regierung verklagt. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Die will nämlich eine neue Kohlemine machen. Und im Begriff, stellvertretend für die Jugend überall, klagen die jetzt und sagen, nein, lass diese Kohlemine sein. Ach, wegen Umwelt und so? Ja, hast du gehört? Es gibt so Umweltproblem gerade. Habe ich mitbekommen, so am Rande, dass es mal Thema war, so vor ein paar Wochen. Ja.
dass irgendwas mit Umwelt ist, aber so, und dann geht mich nichts an. Dann hat Tino noch junger Mann bei Steinholz in Südfrankreich gestalten. Gestorben. Was? Ja, junger Mann bei Stierhatz heißt das. Wusste ich auch nicht, dass es Stierhatz heißt. Eine heißt, Stierhatz? Ist ja. Das dieses, was sie in Spanien machen? Ja, auch, genau. Südfrankreich, da war ich ist doch ja, vor kurzem. Ist ja bei Spanien nicht weit so und da machen die Stierkämpfe, wo die den, es ist so dumm, die tun Stieren irgendwelche Gewänder und Schmuck auf die Hörner und jagen das dann. Es ist halt voll bekloppt. Da ist jetzt ein junger Mann gestorben, der hat es irgendwie voll in seinen Schädel oder irgendwo reinbekommen, das Horn oder so und ist gestorben. Das fand ich so ein bisschen erwähnenswert, dass es wieder passiert ist. Aber ich muss auch sagen, ich habe in Südfrankreich töten die Stiere nicht im Nachhinein. Das ist der Unterschied. Es ist trotzdem scheiße, weil die ja gehetzt werden, so die Stiere und Stress erleiden und so und trotzdem sterben können. Aber in Spanien sterben die ja so oder so, diese Stiere, ob die gewinnen oder verlieren. Das ist wohl in Südfrankreich nicht ganz so. Da werden die verschont oftmals. Man kann bei diesem Konflikt sagen, der Stier hat's gewonnen. Kann man sagen. And the winner is the Stier. Ja, witzig, witzig. Mord und Totschlag, Tino. Super lustig, was du hier mit reinnimmst. Nee, ist okay. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. War das in den Medien oder wo hast du das denn? Ich habe das auch gelesen auf dem Weg hierher quasi. Das weil solche Sachen sind ja eher so im Internet viral, wenn es Videos dazu gibt. Das klingt aber jetzt nicht so. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es gesucht tatsächlich, aber nicht gefunden. Aber es wurde in solchen Peter-Gruppen viel geteilt. Also es war in meiner Bubble war das viral. Ich habe es ein paar Mal gelesen. Bist du Peter, ja? Peter 2, glaube ich, bin ich. Also es ist diese Jugendorganisation. Da habe ich mal irgendwas gemacht. Also nicht eingetragen oder irgendwas Geld bezahlt, aber ich habe ganz viele Flyer mal mitgenommen, habe irgendwie auch mal für meine, ich hatte mal so ein Projekt, da habe ich dann Peter 2 Material bestellt und da war ich dann irgendwie in der Kartei drin. Gab es da nicht so eine Sendung mit dieser Organisation, mit Peter Zweigart? Peter Zweigart war das, genau. Peter Zweigart, der kümmert sich um die Schulden von Tieren. Okay. Wollen wir den Weekly Trump noch machen oder hast du hier gerne. Noch so ein ich hab so, Querdenker-Demo? Ich habe so noch ein paar Nebenthemen wie auf der Querdenker-Demo in Wien, das sind ja auch diese Verschwörungsschwurbler, Corona gibt's nicht, die haben auf offener Bühne eine Regenbogenfahne zerschnitten oder zerrissen und haben gesagt, ihr gehört nicht zu unserer Gesellschaft. So haben die es ihr gesorgt. Nicht. So eine Art, ja. So auf Fischstrudel. So auf Wienerisch, genau, dieses nett Leihwand und haben gesagt, wir müssen unsere Kinder schützen vor den Pädophilen und Kinderschändern. Und haben halt eine Regenbogenfahne zerstört, was mit Pädophilen nichts zu tun hat, aber... Naja, jetzt mach mal nicht Kinkshaming, ja? Die Pädophilen wollen doch auch ihre Rechte, nicht? Die Pädophilen? Ne? Das ist aber kein Kink. Nicht? Würde ich nicht sagen. In meiner Welt ist es kein Kink. Okay. Genau, ihr seid nicht Teil unserer Gesellschaft, dann die zerrissen, das fand ich sehr, sehr gruselig. Da noch ganz kurz, ich will es nur kurz abhaken, im Bundestag, das war auch viral, gab es auch diese Polizisten, die diese Verschwörungsschwurbler da aufgehalten haben vor dem Reichstag, die 3-4 Leute. Und die haben jetzt eine Ehrung bekommen im Bundestag, da haben alle geklatscht im Bundestag, oh, jawohl. Und nur eine Partei hat sich nicht erhoben, die AfD so. Überraschend, also man kann vermuten, dass sie es nicht so cool fanden, dass die Verschwörungsnazis aufgehalten worden sind. Den Reichstag zu stürmen, aber es ist nur eine Vermutung von ganz bösen Zungen, die ich nicht stützen möchte. Und noch das Letzte, da können wir mit dem Weekly Trump loslegen. Der ukrainische Bischof, ich habe seinen Namen nicht aufgeschrieben, der hat gesagt, dass die Ehe für alle an Corona schuld sei und der ist jetzt an Corona erkrankt, der Bischof. Also wenn es einen Gott gibt, hat er so ein bisschen Humor, vielleicht. 91 ist er. Der ist Risikogruppe hoch 10, hatte Lungenentzündung und wir drücken die Daumen für irgendwas. Tino hat vor allem gerade beide Daumen hochgestreckt und nicht gedrückt. Oder drückst du so Daumen? Ich habe so gemacht. Ist das wirklich Daumen drücken? Also ich könnte es nicht sehen, aber ich drücke meine Daumen auf meinen Zeigefinger. Ja, aber dann drückst du ja Zeigefinger. Ich drücke den Daumen auf den Zeigefinger. Ja, aber ja, manche machen so, aber ich mache immer... Aber dann wird ja der Daumen nicht gedrückt, sondern der Zeigefinger. Es ist ja der drückende Daumen, aber nicht der gedrückte Daumen. Man drückt den Daumen... Ich drück den Daumen auf den Knopf. Das ist wie so, als würdest du irgendwas auslösen. So ein Knopf, so eine Fernbedienung. So mache ich das halt. Tot. Das fand ich immer bescheuert, weil dann erdrück ich den Daumen. Ich erdrück den Daumen für dich. Finde ich halt blöd. Wenn der Daumen in den Fingern drin ist. Finde ich dumm, persönlich. Ist meine Meinung, meine Ansicht. Wir könnten mal googeln, woher das eigentlich kommt, dieses Daumendrücken. Aber das machen wir nachher. Ich bin auch ausgelacht worden auf Arbeit letztens. Wir haben eine
eine Schnitzeljagd machen wollen und ich habe ins Protokoll geschrieben, Schnipseljagd. Hö, ist der Tino dumm, Schnipseljagd. Da habe ich gegoogelt vor allem, hier auch auf der Leinwand. Man kann beides sagen, Schnitzel und Schnipseljagd, ihr Boomer. So, will ich mal gesagt haben. Theoretisch macht Schnipsel vielleicht auch mehr Sinn, weil es geht ja um Schnipsel. So kenne ich es auch, dass man Schnipsel auf dem Fußweg macht. Was willst du mit Schnitzel? Das ist doch dumm. Gibt es Schnitzel am Ende zu essen oder willst du einen Schnitzel jagen, was auf dem Teller liegt und eh tot ist? Macht gar keinen Sinn, ich jage Schnipsel. Mir ist kann ich mich aufregen, ohne Spaß. Mir ist dafür gerade eingefallen, woher Daumendrücken kommt. Es ist tatsächlich dieses hier, dass du die Daumen reinnimmst und dann die Hand umschließen lässt. Ja, nee, von der Hand umschließen lässt. Weil Daumendrücken, du willst ja für diesen Priester Daumendrücken und ich glaube, du willst diesem Priester eine Faust ins Gesicht geben, du Linksradikaler. Wenn er gesundet ist, haue ich ihm eine in die Fresse. Okay. Aber nicht vorher. Damit du dich nicht ansteckst. Genau, genau. Gut, Weekly Trump noch. Das größte Ding diese Woche war, dass er in einem Interview vor einem halben Jahr, also es gibt einmal ein Interview Mitte Februar und dann noch eins Anfang März mit Bob Woodward. Und der hat jetzt, glaube ich, auch, die bringen gerade alle Bücher raus. Das ist so das Ding. Okay, wir kriegen jetzt. Auch Joe Gerner, der Schauspieler, hat auch ein Buch rausgebracht. Okay, nur als Information. Nee, das ist so das Ding, dass die so monatelang, jahrelang beobachten, oh, der Trump macht aber viel Scheiße. Na, ich interveniere mal nicht, ich schreibe später mal ein Buch drüber. Ja. So, das ist so gerade das große Ding, seine Nichte schreibt ein Buch, dieser Bob halt, ne? Aber ein Buch macht ja auch einen riesen Impact. Ist richtig, aber vielleicht hätte es auch Impact gemacht, das zu verhindern, bevor es da irgendwie so schlimm wird. Das ja. Michael Cohen hat, glaube ich, auch ein Buch geschrieben, um die beiden geht's gerade, aber Bob Woodward hat auf jeden Fall mit ihm ein Interview aufgenommen. Ich glaube, der ist auch irgendwie so ein Arzt oder so in der Regierung. Und da hat Trump zugegeben, dass er mit Absicht den Virus runtergespielt hat, angeblich, um keine Panik zu machen. Und dann hat er direkt in einem Pressebriefing danach gesagt, das stimmt überhaupt nicht, ich wollte das nie runterspielen, während sie halt schwarz auf weiß. Lügt Trump etwa? Nein. What the fuck? Und dann fand ich noch ganz spannend, Michael Cohen, wie gesagt, ein ehemaliger, hochrangiger Campaign-Berater, der jetzt quasi so gegen Trump ein bisschen ist, aber natürlich auch eigennützig. Ne? Ich bin rechtzeitig rausgegangen, ich habe überhaupt keine Schuld. Und der hat jetzt ein spannendes Szenario in den Raum geworfen, dass Trump nach der potenziell verlorenen Wahl zurücktritt, dass dann sein Vize Mike Pence eintritt und der ihn dann begnadigt. Wow. 5D-Schachmove, Alter. Das wäre krass. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es gab das halt noch so noch nicht, deswegen ist nicht ganz klar, ob das so geht, weil eigentlich diese Pardons, also die Begnadigung, die geht, glaube ich, nur auf einer staatlichen Ebene. Also wenn jetzt Arizona dich wegen irgendwas verklagt, so, dann kannst du halt da freigesprochen werden. Aber auf einer föderalen, ganz amerikanischen Ebene sozusagen geht das, glaube ich, nicht, dieses Begnadigen. Gibt es da nicht auch zwei Systeme, irgendwie zivilrechtlich und staatlich oder sowas? Keine Ahnung. Ich glaube, O.J. Simpson ist irgendwie staatlich oder keine Ahnung, wie die Begriffe sind, freigesprochen worden für den Mord damals, den er offenbar nicht gemacht haben soll. Ganz bestimmt nicht. Aber zivilrechtlich ist er doch verklagt worden dafür. Also es war ganz, ganz seltsam. Ja, kann sein. Da können wir mal darüber reden, dass er absichtlich Corona klein gehalten hat. Ja. Also es ist doch total unweitsichtig. Naja, er wollte ja keine Panik. Naja, aber lieber. Natürlich, also er wollte keine Panik für den Stockmarket und für die großen Investoren. Das ist halt das Ding so. Ja, natürlich. Weil es haben sich durch diese Nicht-Panik so viele Menschen angesteckt, weil sie ihm geglaubt haben. Weil die vertrauen ihm ja auch als Präsident, viele Menschen offenbar. Das ist einfach, daran siehst du mal an dem ganz, in Anführungsstrichen, kleinen Beispiel, also in dem einen von vielen, dass er absolut inkompetent ist politisch. Er denkt nicht weit. Ich verstehe den Ansatz, er will nicht Panik verbreiten, aber das geht da nicht auf bei der Pandemie. Ich glaube, der war ja nie ein Politiker, der war immer so aus dem Bauch raus, ne, so nach Instinkt quasi. Und ich glaube, dass er damals echt halbwegs gut war, weil er da noch nicht 4 Jahre nur so Ja-Sager um ihn rum hatte, weißt du? Weil jetzt ist es wirklich so, er kann machen, was er will und alle sagen, ja, ist gut, ja. Gibt es ja auch genug Videos, wo das dann passiert, wo irgendwelche Ärzte widerwillig irgendwie sagen, ja, okay, kann man machen. Aber ihm keiner so ernsthaft widerspricht. Und ich glaube, dadurch ist er einfach so ein bisschen, ist das ein bisschen verloren gegangen, so das irgendwie auch ein bisschen kritisch so zu sehen. Weil eigentlich beweist das, dass er vielleicht doch ein bisschen cleverer ist, als man denkt. So, wenn er halt weiß, okay, ich
also jetzt nicht super intelligenter Move, aber weißt du, er glaubt es nicht wirklich, dass Corona nicht schlimm ist, sondern er spielt es halt mit Absicht runter. Mhm. Das heißt für mich, dass er zumindest ein bisschen cleverer ist, als man vielleicht denken kann. Ja, vielleicht. So. Wobei die Handlungen daraus, diese Konsequenzen, die daraus gezogen werden, auch nicht klug sind. Oh. So gesehen. Ja, ist richtig. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Trump ist nicht gut für das Amt. Ich sage es jetzt mal ganz laut, offen und ehrlich. Kontroverse ich weiß, Meinung. Wir leben in einer Diktatur, ich weiß, aber ich sage das jetzt frei raus. Wenn ich morgen im Gefängnis bin oder morgen mir das Leben genommen habe, wisst ihr warum. Okay. Ich war's nicht. Und Tino, was geben wir jetzt dieser Woche? Es hat gebrannt ohne Ende. Ja. Übelst. Es muss eine hohe Wertung geben. Mhm. Also ich... Also ist keine 10 direkt, das ist auf jeden Fall nee, nicht. Nee. Dritter Weltkrieg ist ja nicht. Aber Moria finde ich halt schon schlimm. Das Ding ist halt, das ist schon... Warum findest du die Flüchtlinge schlimm, Tino? ich finde es schlimm, dass diese Menschen echt so verzweifelt sind, dass sie ihr eigenes... Also nicht alle, es waren wahrscheinlich irgendwie... Ja, jetzt nimm noch die Täter in Schutz, Tino. Ich finde viel schlimmer, dass dein Handy die ganze Zeit nicht auf lautlos ist. Ja, tut mir leid. Das ist unprofessionell. Ja, ich wollte nur, dass ihr halt merkt, dass ich beliebt bin und dass ich Nachrichten bekomme. Ich habe es stumm geschalten. Nein, ich finde es halt echt krass so, dass das irgendwie 12.000 Menschen jetzt irgendwie obdachlos sind und dass es keine Sau interessiert hat vorher, dass es den Leuten da schlecht geht. Da brennt's. Mhm. In Konnewitz brennt's auch, also ganz nah. Werden Sachen gemacht und jetzt wird wieder der Linksradikalismus irgendwie unter die Lupe genommen. Ich weiß nicht. Also, das sind alles so Weltdinge, deswegen würde ich glaube, bei einer 8 mich einpendeln. 8 ist gut, ja, tatsächlich. Weil rein internetmäßig war halt die Woche leider nicht ganz so pralle. Weltpolitisch war es schon krass, aber so online-mäßig ist nicht viel passiert. Also klar, ne, wenn dann auf Twitter Moria und sich alle an die Gurgel gehen, das ist natürlich auch da, aber das ist dann... Das hatte für mich nicht so viel Potenzial, dass es einfach, dass wir gucken nicht in 10 Jahren zurück und sagen, auch weißt du, damals, als auf Twitter Moria diskutiert wurde, ja, da guckt man eher zurück auf so eine Berlin-Corona-Demo. Weißt bei du? Uns zumindest, ja, aber in Griechenland ist es schon was. Ja, was natürlich. Oder in der Türkei. Ich will das ja nicht runterreden, ich sag nur. Doch, machst du gerade. Wir wollen doch hier. Cancel Robin aus der Rafu. Okay, was wir jetzt auch canceln, ist die heutige Folge. Ja, das stimmt. Denn die ist leider rum. Das war die 83. Gut. Leute, die Musik ist ohrenbetäubend laut. Das stimmt. Unangenehm. War auf jeden Fall ein Fest mit euch. Viele hören uns ja beim Aufwaschen, ne? Das finde ich. Viele, mindestens eine Person. Beim Spülen. Beim Spülen. Ja. Wir hoffen, dass du Freude hattest. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oder so. Ihr könnt uns mal wenn unsere Wohnung nicht abgebrannt ist. Das fehlt mir. Tschüss. Stelle.